Das war der Speiseraum. Stiften wir etwas Chaos, oder? Jawohl, los geht's. Die Shadows wissen von uns, also Vorsicht. Ah, sie sind gepanzert. Holen sie. Los, Jungs, für die Freiheit. Ich kann hier mal mein Schild benutzen. Ja, schnell Schild öffnen. Näher ran. Ich brauch ihn einfach weg hier. Aus dem Weg. Aus dem Weg mit dir. So. Oh, scheiße. Na, ich dachte, das klappt, Mann. Aha. Also man merkt irgendwie, die letzten Level werden richtig scheiße. Mit dem Schwierigkeitsgrad. Orale. Die Shadows wissen von uns, also Vorsicht! Nach oben sehen! Muss ich noch fragen, warum die Waffen nicht gescheidämpfert sind? Nein, eigentlich nicht. Also, im Gefängnis nicht. So, wo sind die denn alle? Ja, Alter! Komm, überlebt das bitte. Danke. So, ist da oben noch einer? Okay, ist ausgeschaltet. Sorgt dafür, dass die Luft rein ist. Ist sie. Keine Bedrohungen. Alles gesichert. Okay. Könnt die Tür öffnen? Ist mit deinem Schloss verriegelt. Ich mach das. El Fantasma, für alles gewappnet. Auf dein Zeichen. El Fantasma. Los geht's. Die Treppe führt nach unten und raus. Wir schließen uns den anderen an und verschwinden von hier. Fahrzeuge präferiert. Guter Plan. Sprengladungen für unsere Flucht angebracht. Ich kann Soap nicht Johnny nennen. Besser nicht. Das darf nur Ghost. Wir müssen über den Hof, damit alle rauskommen. Oh, das ist eine coole M4. Okay, da sind sie. Au, 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 au. Sie beschießen mich echt hart. Ja, Mann, ich kann doch nichts machen. Ich bin hier mit dem Auto und dann kann ich da nicht viel machen. Oh, ist das belastend. Ja, diesmal mache ich es besser. Oh. Geh doch bitte in die Seite. Das ist noch ein Scharfschütze. Ich wundere, dass es so schwer war. Pendeco! Mamas Uno! Boah, auf dem Dach. So, ab den Gepanzerten. Johnny, an dem Truck ist eine unserer Ladungen. Spreng sie! Geht los! Hab ich! Und das macht Bumm. Gute Arbeit, weiter! Los, Leute, weiter, weiter, weiter. Scharfschütze erledigt. Pendeco! Ihr macht das schon. Abschaum. Orale, was für ein Anblick. Gut, Jungs. Wir haben's fast geschafft. Oh nein, einer mit Schild. Warte. Schild gegen Schild. Wer gewinnt? Oh, oh, uiuiui. Okay. Die anderen haben's gemacht. War's das? Vorerst. Rodolfo, wohin? Seite. Diese Shadows sind verrückt. Seltener Johnny, verdammte Mächtigerns. Scheint das ruhig zu doch. Sein. Nimm alles, was wir im Kampf brauchen können, Johnny. Roger, wir rücken aus. Jetzt ist auf keinen Fall ruhig. Überall Soldaten, wir haben ja alles geschützt. Oh, Scheiße. Ah, da vorne. Kommt, zeigt euch. Und wir Granaten. Warte, ich geh mal hier hinter. Na, 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 na. Ja, diesmal hat's geklappt. Und nicht wieder mit dem Schild. Komm näher. Ja, als ob mich das direkt tötet. Sicher. Und nimm mir diese Granaten.
Alter. So, jetzt passt immer mehr auf. War auch immer noch scheiße hier. Los, Leute, weiter, weiter. Wo muss ich lang? Da ist ein Feld, das wir zum Flankieren nutzen können. Wir müssen weiter und über die Mauer. Ja, ich sag mal nichts. Wir sagen dazu lieber nichts. Wir brauchen mehr als das, um ihn aufzuhalten. Oh, es sind böse. Bryce! Er ist da! Es ist Bryce! Verdammt, ja! Alle Bravos und Vaqueros, oben auf der Mauer! Kommt her und wir bringen euch aus, verstanden? Captain Bryce! Laut und deutlich, Bryce, wir kommen zu dir! Wer ist das? Chingas o Madre! Ein Freund! Ich mag ihn jetzt schon. Los! Alle Vaqueros zur Mauer zwischen den Türmen! Sofort! Ja! Achtung! Seile bereit! Findet sie und klettert auf! Roger! Johnny! Für den Moment sind wir sicher, aber Shadows sind unterwegs. Verlasst euch drauf! Moin. Sergeant McTavish. Schön, dich zu sehen, Captain. Ghost. Garrick. Price. Woher wusstet ihr? Laswell. Als Shepard untertauchte, hat sie uns informiert. Laswell, ein Fels in der Brandung. Colonel Vargas, das sind Captain Price und Sergeant Garrick. Danke für die Hilfe. Meine Männer brauchen Deckung. Gas, Ghost, Soap. Überwachung, sofort. Gut. Los, Verteidigung. Ist hier hinten eigentlich? Verschlossen. Okay, hier haben wir einen Sniper. Ah, das war nicht. Ich. Okay. Fahrzeug zerstört. Rudy, schick deine Männer das Seil hoch. Bestätigt. Leute, wollt ihr auch mal hochkommen? Captain Vaqueros, das ist eure Chance. Shadows im rechten Turm. Passt auf euch auf. Er hat nichts mehr. Rechten Turm. Ach, da. Ah, schöner Takedown. So, wenn es in diesem Turm Waffen gibt, benutze sie. Ja. Ein Granatwerfer? Seht euch das an. Ich hab einen Granatwerfer! Ja, da freut er sich. Ohoho. So zeig ich's doch gerne. Unterstützungsfeuer! Verbündete klettern die Seile hoch. Wenn sie oben sind, ziehen wir ab. Scharfschützen. Hallo? Steck fest. Scharfschützen auf den Dächern. Schalte sie aus. Das ist ausgeschaltet. Alle Scharfschützen ausgeschaltet. Johnny, spreng den MTW. Hab ich. Gute Arbeit. Vamos, avance rápido, solange die Luft rein ist. Von dort ist noch irgendjemand. Wir sind startklar, Colonel. Lass uns hier verschwinden, Hermanos. Die Mauer runter. Wir verschwinden! Los, Leute, haut ab! Bryce, kommst du? Die zwei gehören uns. Jack! Rodolfo, nimm den Truck, mit dem wir gekommen sind. Roger. Vaqueros, zu mir! Rudy, treffen beim Haus! Ja, Colonel, viel Glück! Captain, mir nach! Verstanden. Gas, fahr! Bin dabei! Ghost, so! Wir machen das! Alles rein! Drück drauf, Gas! Shepard hat uns auffliegen lassen. Er hat Graves und seine Shadows geschickt, um uns zu töten und Los Vaqueros zusammenzutreiben. Wir wissen, wieso. Laswell hat ein bisschen gegraben. Was hat sie gefunden? Die Wahrheit. Ich habe zensierte Infos über eine Geheimoperation von General Shepard entdeckt, die von der Shadow Company ausgeführt wurde. Sie transportierten ballistische US-Raketen zu unseren Verbündeten, die im Mittleren Osten gegen Russen kämpften. Die Mission lief nicht wie geplant. Was transportieren wir diesmal, Graves? Ich müsste dich töten, wenn ich dir das sage. Ich wette, das würde er auch. Ist wie eine Milchlieferung, Jungs. Waffen für die Guten. Zum Frühstück seid ihr wieder im Hauptquartier. Versaut es nicht, dann regnet es Boni. Sucht mich auf, wenn ihr zurück seid. Yep, 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 yep. Shepard wartet auf einen Bericht. Lasst die nicht hängen. Ende. Drei Container. Ganz schön viel Milch. Durstige Freunde. Shadow 2, ein Gold Eagle Kommando. Ich höre zwei. Drei Shadows verlassen Highway 7 Zulu. Keine Probleme. Kommando. Okay.
liefert die Fracht pünktlich aus. Kein Versagen, Eagle Ende. Kein Versagen? Ich sag doch, das Zeug ist wichtig. Was ist los? Drei, hier ist Erickson. Was ist los? Da ist ein Fahrzeug auf der Straße. Warte, ich komme zu dir. Graves, Vance, Achtung, werden aufgehalten. Kümmern uns drum. Tut das. Bleiben wir in Bewegung. Verstanden. Laut Aufklärung sollte die Route frei von Feindaktivität sein. Die Berichte waren falsch. Die Lieferung wurde entdeckt, ehe sie ihr Ziel erreichte. Yalla, yalla! Verschwinde da! Los, aus dem Weg! Das gefällt mir nicht. Sein Arabisch ist furchtbar. Yatta Harak! Minfalik, Minfalik! Die Paolo, lehn dich raus und gib ihm Deckung. Bin dabei. Wir brauchen einen Übersetzer. Wie sieht's aus, Sir? Vance, die Paolo, los, helft ihm schon. Was zum Henker? Kontakt! 3-1 ist tot! Feuer frei, die Paolo! Wer zum Henker sind diese Typen? Nicht der Katala! Zurück, zurück! Alle Einheiten, Gruppen in Kontakt, stehen unter Beschuss! Mehrere Tote! Kontakt hinten! Keinen Fall! Augen hoch, in die Gebäuden! Auf dem Dach! Raketenwerfer! Wir müssen hier weg, los! Wir sind umzingelt! Sie sind überall! Wer zum Henker sind die? Kommando, erbitte Eingreiftruppe! Negativ! Wir kämpfen mit den Waffen, die wir haben! General, Sie brauchen Hilfe! Sie sind meine Hilfe! Kümmern Sie sich drum! Das sind russische Söldner! Was zur Hölle treiben die da draußen? Alle Einheiten, wir haben russische Söldner hier draußen! Russische was? Die Feinde sind Russen! Verdammt, Graves! Das sind so viele! Graves, wir brauchen Verstärkung! Kommando, meine Jungs werden durchlöchert. Sie brauchen Luftunterstützung. Das können wir nicht, Graves, unterstützen. Mist! Runter! Alle Shadows, bericht. An alle Stationen, hier ist Shadow-Kommando. Wie ist euer Status? Fuck. Erickson, ihr Graves, wo steckst du? Die Paolo! Bin vorne, ihr wisst. Jetzt habe ich mich gefunden. Meine Männer sind in Gefahr, Sir. Ich will die Situation eingedämmt. Das heißt, keine Berichte über diese Operation. Sie haben den von russischen Söldnern beschossen. Die Russen exekutierten den ganzen Trupp und fingen die Shadow-Kommunikation ab. Sie erfuhren, dass Shepard dahinter steckte. Russland gab die Raketen Hassan. Shepards Absichten waren gut, aber die Lieferungen waren illegal und unter der Hand. Er und Graves begruben es. Die Vertuschung ist immer schlimmer als das Verbrechen. Wir kamen ihnen zu nahe und das würden sie nicht zulassen. 3 Raketen wurden gestohlen. Wir haben nur 2 gefunden. Hassan hat noch eine. Wir müssen sie finden. Sie wussten es. Wieso? Jeder hat Geheimnisse, Captain. Warum wurde ich nicht informiert? Sie sind jetzt bestens informiert worden, John. Oh, das ist wirklich verdammt hilfreich, General. Danke, es kam nur ein Tag und eine Rakete zu spät. Wir haben nur 2 gefunden, es gab 3. Dann wäre es vielleicht gut, weiterzusuchen und sie zu finden. Und was ist mit Ihnen, hä? Nur keine Bange. Ich bin Patriot und beschütze mein Land. Sie beschützen nur Ihren Arsch. Ich tue, was getan werden muss. Und niemand hält mich auf mit ein paar Vorschriften. Ich weiß, was gut für die Sache ist. Sie sind verrückt, General. Und Sie haben vergessen, wofür Sie kämpfen, John. Gutes zu tun hat halt seinen Preis. Wenn wir scheißen, vergraben wir es. So läuft das. Ja. Aber wir vergraben uns nicht gegenseitig. Hören Sie lieber auf, so zu denken. Kämpfen Sie gegen den wahren Feind. Rufen Sie Ihren Shadow zurück. Graves? Ja. Er ist ein Hund mit einem Knochen. Und Sie sollten ihn wirklich in Ruhe kauen lassen. Und Sie sollten wirklich nochmal nachdenken. Sonst was? Sonst hole ich mir ihn zuerst. Und danach Sie.